Hallihallöchen zusammen und willkommen zu einer weiteren Folge Investment Talk. Heute sprechen wir über nur zwei Karten, und zwar über den Red Eyes und den Blue Eyes aus dem Banzai-Heft. Ja, meine Freunde, herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf diesem Kanal. Heute geht es um die beiden Herrschaften hier, nämlich um den Red Eye Speed Dragon und den Blue Eyes White Dragon aus dem Banzai-Heft. Das Banzai-Heft ist ein in Deutschland erschienenes Heft, das 2003 und 2004 auf den Markt kam. Es gab nur zwei Stück davon. Und die enthielten jeweils einmal den Red Eyes und einmal den Blue Eyes als Promokarte. War also zum damaligen Zeitpunkt, und das ist schon mal das erste Kriterium, sage ich mal, als die Karten rauskamen, war das hier ein absoluter Massenartikel. Also damit war der Markt vollkommen gesättigt und überschwemmt, weil in jedem dieser Hefte war eine dieser beiden Karten. Und jetzt wollen wir natürlich gucken, wie viel sind die Karten momentan wert, wie viel könnten die Karten irgendwann wert sein, haben sie Potenzial, sollte man in diese Karten investieren, ja oder nein. So, fangen wir an mit dem Blue Eyes White Dragon oder dem blauäugigen weißen Drachen zu Deutsch. Ja, aktuell ist es so, dass er der teurere von beiden ist. Der hat aktuell so einen Wert von 20 bis 25 Euro. Klar, es liegt auch ein bisschen an der Fanbase, denn die Fanbase von Blue Eyes ist einfach ein bisschen größer als die von Red Eyes und auch die von Dark Magician. Auch die haben ihre Fanbase, auch die ist mächtig. Aber der Blue Eyes hat einfach die größte Fanbase aktuell, hatte sie auch schon immer, einfach weil es der Klassiker der Yu-Gi-Oh! Geschichte überhaupt ist. Es wird wahrscheinlich keine Karte geben, die bekannter ist als der blauäugige weiße Drache. Natürlich, was das Ganze vielleicht noch etwas abmildert, ist die Tatsache, dass es sich hierbei um ein, ich sag mal, okay, das ist jetzt subjektiv, aber ich sag mal, um ein eher weniger legendäres Artwork handelt. Ne? Da gibt es eben den aus STK, das ist auch das Artwork, das er im Anime hatte, das ist natürlich absolut legendär, oder auch das aus der Jump oder eben aus dem Anniversary Pack, aber das ist halt zusammen mit dem Steintafel Artwork und so jetzt nicht gerade das Knackigste. Das mindert vielleicht so ein bisschen, ich sag mal, die Nachfrage. Wo wir auch schon beim Thema sind, ist diese Karte denn zukünftig meiner Meinung nach für Sammler relevant? Auf jeden Fall, es gibt immer Leute, die das Set komplett haben wollen. Aber die Karte ist, und das darf man nicht vergessen, ein Massenartikel. Es kam damals eben im Banzai-Heft raus, die war in jedem dieser Hefte drin, also garantiert. Das heißt, das war absolute Massenware. Aber es gibt sie halt auch gar nicht mehr so häufig in einem guten Zustand. Also wirklich near mint to mint. Tut man sich vielleicht ein bisschen schwierig, ist aber wirklich nicht mehr unmöglich. Also wenn ihr die wirklich sucht, dann ist das keine Sache von Wochen, bis ihr die findet. Sondern ihr geht auf Facebook in irgendeine Trading-Gruppe, schreibt, yo, sucht den Banzai Blue Eyes near mint. Und dann melden sich 3, 4, 5 Leute auf jeden Fall nach einer Weile und wollen euch den andrehen. Dementsprechend ist die Karte, trotzdem sie schon so alt ist, immer noch recht häufig vorhanden. Das wird sie wahrscheinlich auch noch eine ganze Weile sein. Vor allen Dingen, da die Leute ja heutzutage besser auf ihre Karten aufpassen und es dementsprechend, ich sag mal, immer ähnlich viele Niemand-Exemplare geben wird. Also ich denke, der Markt wird auch gesättigt bleiben von der Karte. Das heißt, man kann sich ein Playset dran tun. Ich sag mal, auf 50 Euro kann die durchaus noch hochgehen, aber ich würde trotzdem nicht mehr als ein Playset von dem als Investment ranholen, auch aus Sicherheitsgründen, bitte keine 1000 Euro in die Karte investieren oder so, weil der Schuss könnte theoretisch auch nach hinten losgehen. Kommen wir zum Red Eyes. Und beim Red Eyes sieht die Story schon wieder anders aus. Der kostet nämlich aktuell nur ungefähr 5 Euro und ja, da kann man sich definitiv was ranholen. Denn selbst wenn die Karte nicht im Wert steigt, wird sie es auf jeden Fall vom Wert her bleiben. Ne? Also bei den 5 Euro, ich glaube nicht, dass die sinkt. Und da kann man nicht viel falsch machen. Also da könnt ihr locker 50, 60 Euro, vielleicht macht ein 100er in den investieren. Ich habe selber 3, 4, 5, 6 Doppelseiten voll mit dem. Der kann nur nach oben gehen. Klar, der ist wesentlich günstiger. Wie gesagt, die Fanbase ist etwas schmäler als beim Blue Eyes. Das Artwork ist ebenfalls nicht das beliebteste. Ich persönlich finde es ziemlich cool tatsächlich. Aber das beliebtere Artwork ist und bleibt halt einfach das aus dem Starter Deck Joey, also das Anime-Artwork. Viele mögen dieses Artwork überhaupt nicht. Es gibt übrigens noch eine zweite Variante. Gleiches Artwork, aber da sind die Wolken hinten etwas grünlicher. Finde ich auch ehrlich gesagt ein bisschen cooler vom Design her. Aber darum geht es heute gar nicht. Jedenfalls, die Karte lohnt sich schon eher als Investment, weil auf 10, 15 Euro könnte die Karte auf jeden Fall steigen im Laufe der nächsten 5 bis 10 Jahre, sage ich mal, wenn nicht gar noch schneller, ne? Man weiß ja nie. Und dementsprechend, hier kann ich wirklich eine klare Kaufempfehlung, eine klare Investmentempfehlung aussprechen.
Ja, am Ende seien vielleicht nochmal zwei Dinge anzumerken. Nummer uno, die Dinger sind als Set immer besser verkäuflich als einzeln. Viele Leute, die diese Karten suchen, wollen sie beide haben, na, weil sie eben ein Set sozusagen sind. Das heißt, wenn ihr euch vom Red Eyes welche ranholt, ja, dann holt euch auf jeden Fall zumindest noch ein paar vom Blue Eyes dazu. Oder umgekehrt, wenn ihr sagt, boah, ich will den Blue Eyes haben, dann holt ihr euch ein Playset und dann zahlt halt nochmal 15 Euro drauf und dann holt euch noch drei von den Red Eyes. Denn wenn ihr die irgendwann wieder verkaufen möchtet, dann ist es ein wesentlich besseres Verkaufsargument, beide als ein Set komplett zu haben, und erschließt auch eine wesentlich größere potenzielle Käufergruppe, als die einzeln zu verkaufen. Natürlich kann man sie auch einzeln verkaufen, da findet man auch seine Abnehmer, aber so ist es halt immer schöner. Im Allgemeinen sei noch gesagt, dass das Banzai-Heft an sich OVP ein wesentlich besseres Investment ist, als diese Karten einzeln zu kaufen. Denn das Banzai-Heft von 2004 mit dem rotäugigen schwarzen Drachen kostet OVP ein Huni und das mit dem Blue Eyes von 2003 kostet nochmal ja, 3, 4, 5 Euro mehr, so 105, 110 Euro in etwa. Und da kommen wir weit über den Wert, den eben diese Karten haben. Und das OVP-Heft ist natürlich um einiges seltener, denn früher hat man sich das Heft gekauft und hat es in der Regel aufgemacht und die Karte rausgeholt und so weiter und so fort. Das heißt, das Ganze als OVP zu finden, ist halt einfach wesentlich schwieriger. Der Artikel als OVP ist wesentlich seltener und dementsprechend ein wesentlich besseres Investment als die beiden Karten als solches.